Ganz einfach heute Morgen. Moin zusammen. Moin. Moin. Geht Moin. Haben wir schönes Wetter oder haben wir schönes Wetter? Schönes Wetter. Ist doch nur vom Feinsten. Da kann man selbst im Hemd rumstehen. Und es ist ja warm genug. Ist eigentlich, gekostet? Ist eigentlich ja ein bisschen. Ich muss ein bisschen Backschisch geben, aber es geht noch. Wenn wir irgendwo hinfahren, haben wir meistens schönes Wetter. Das ist schon eigenartig. Seid ihr gut hergekommen? Ja. Oder gab es Probleme? Ja. Wir haben nur festgestellt, in den letzten Tagen waren die Straßen überfüllt. Mehr als überfüllt. Landstraßen, Autobahnen, rauf und runter. Wir wissen also auch nicht, was los ist. Wir haben Strecken von 5 Stunden gefahren, die man normalerweise in 3, 3,5 Stunden fährt. Und überall langsam, knüppeldicke, voll. Und das kann nicht nur am Feiertag liegen, den sie da gestern eingerichtet haben. Aber was soll's. Wir spielen mit, wir müssen mitspielen. Und den Tag der Deutschen Einheit haben wir eigentlich immer noch nicht. Das, was sie uns da erzählen, ist auch eine Lüge. Frage ich mich natürlich, wer ist eigentlich wem beigetreten? Die Ostzone der Bundesrepublik Deutschland oder die BRID der Ostzone? Mitteldeutschland. Auch Mitteldeutschland. Ja. Für mich war das immer SBZ, sowjetisch besetzte Zone. Die andere war aber für mich auch amerikanisch-englisch besetzte Zone. Die Franzosen zählen nicht. Die zählen nun überhaupt nicht. So, was man uns da erzählt, wissen wir auch nicht so ganz genau. Denn die sogenannte DDR-Verfassung ist heute noch gültig. Es steht in Lissabon-Verträgen drin, in den 2+4-Verträgen drin. Keiner begreift es, aber sie ist immer noch gültig. Wofür? Warum? Man kann natürlich, wie ihr wisst, keine Verfassung auf eine andere draufsetzen, ohne das Volk abgestimmt zu haben. Aber hier ist eben 48, 49 eingerichtet worden. Dank der Sowjetunion, dank Stalin. Stalin hat sich vorbereitet, selbst wenn Stalin 48 schon gestorben sein sollte und man da einen Ersatz hingesetzt hatte. Wofür war die Verfassung? Sie war nicht für die DDR gedacht. Es war eine gemeinsame Verfassung für ganz Deutschland und ist auch vom Westen abgestimmt worden. Es waren rund 1600 Leute aus Mitteldeutschland, die abgestimmt haben und über 620 aus dem Westen. Und somit sollte die Verfassung für ganz Deutschland gelten, was dann der Westen, insbesondere Konrad Adenauer, abgelehnt hat. Konrad Adenauer ist in meinen Augen heutzutage einer der größten Verräter am deutschen Volk gewesen, die man euch überhaupt vorstellen kann. Er wollte weder damals einen Friedensvertrag, noch die neue Verfassung, noch andere Sachen übernehmen, die aufgelöst hätten werden können. Adenauer hat alles blockiert. So, und das ist für mich Verrat am Land und am Volk. Und deswegen ist auch meines Erachtens der gestrige Tag ein Witz, der überhaupt nirgendwo reinpasst, selbst wenn man das alles unterschiedlich darstellt oder den Geschehnisablauf auch sich chronologisch ansieht. Der Tag von gestern hatte gar nichts. Der hatte überhaupt nichts. Das war der einzige Tag, der vielleicht wichtig gewesen wäre für einige Leute. Das war der Tod von Franz Josef Strauß. Leider. Mehr war dieser Tag nicht wert. Aber alle feiern, wir haben am Feiertag und dann brauchen wir nicht zu arbeiten. Hauptsache wir kriegen Geld. Immer das gleiche System. Leider. Dass andere Leute oder andere da mitmischen, wissen wir, wir haben eben das Thema zwischendurch schon mal gehabt in einem kleinen Gespräch, wo das nochmal wieder anführen. Der Vatikan, was der Vatikan eigentlich zu sagen hat oder wie er es zu sagen hat, wer auch immer. Wir befinden uns immer noch im deutsch-römischen Reich oder im römisch-heilig-römischen Reich deutscher Nationen. Das ist nicht 1804, 1806, wie es in verschiedenen Medien heißt, unter anderem Lügipedia ja auch, aufgelöst worden. Es läuft heute noch weiter. Der beste Beweis ist diese sogenannte Staatsbürgerurkunde, die von einer Firma oder von einer Organisation ausgeschrieben wird, nämlich die BRID, mehr ist es nicht. Die BRID ist kein Land,
und sie ist in hellgelb und läuft so leicht ins Weiße über ausgeschrieben. Welche Farben sind das? Vatikan. So einfach geht das. Dann dieses Spiel. Es gibt eine Liste, eine Papstliste aus dem 13. Jahrhundert. Da sind sämtliche Päpste aufgeschrieben, die ihre Beinamen haben. Jeder Papst hat ja einen Beinamen. Der letzte ist eben in etwa der Papst mit der Sonne oder der Sonnenpapst. Den Namen hat Benedikt gehabt. Also war Benedikt der letzte Papst. Den wir dort jetzt sitzen haben oder den man uns da reingedrückt hat oder der sich hat reinwählen lassen müssen, ist meines Erachtens überhaupt kein Papst, denn er ist Jesuit. Und Jesuiten, in ihren eigenen Statuten steht es drin, dürfen kein kirchlich-weltliches Amt einnehmen. Aber er ist da. Haben wir jetzt zwei Päpste? Denn Benedikt ist ja auch nicht im Papstknast drin, in Castel Gandolfo. A, ist es eine Rarität, dass er zurückgetreten ist am Rosenmontag. Hallo? Hello. Hello, ja. Danke auch. Ja. Dann ist er nach Castel Gandolfo gekommen. Das ist eigentlich der Papstknast. Ist von da aus wieder zurückgeholt worden, in den Vatikan an seinen alten eigenen Schreibtisch gesetzt worden. Haben wir zwei Päpste? Dass die Weißen nichts zu sagen haben, die weißen Päpste nichts zu sagen haben, wissen wir. Sie sind nur Mitteiler fürs Volk. Für die, die da unten auf den Knien rutschen und dann eventuell im Fernsehen übertragen werden. Für manche gibt es ja oder geht ja kein Orbi et Orbi an manche Leute vorbei, die nehmen ja jedes mit, was sie kriegen können. Dann fallen zu Hause auf den Knie. Irgendwie so und machen Abra Macabra dreimal schwarze Mieze, mag alles sein. Wieso haben wir da den anderen sitzen? Und das Sagen hat immer noch der schwarze Papst. Der hat das wahre Sagen und der steht links hinter denen, immer, überall, bei jedem Auftritt. Nun ist das erste Mal vor 6 oder 8 Wochen überhaupt der Begriff in die Öffentlichkeit gekommen. Durch mich schon öfter. Aber Öffentlichkeit bezeichne ich jetzt mal die Mainstream-Medien. Es stand drin, in einer Überschrift, in Anführungsstriche gesetzt, tritt der schwarze Papst jetzt auch zurück. Dieser Begriff schwarzer Papst war das erste Mal in der Öffentlichkeit, noch nie da gewesen. Die Leute haben geguckt, gestaunt, wieso schwarzer Papst. Das wussten die meisten natürlich nicht. Dass wir es wissen, okay, andere Sache. Wir haben es auch immer wieder gesagt, wir werden auch gelesen, auch gerade in dem Bereich, auch im Journalistenbereich, alles. Sie haben es übernommen. Dafür bin ich wirklich sehr dankbar, dass das überhaupt mal an die Öffentlichkeit gekommen ist. Wobei die meisten haben es immer noch nicht begriffen. Die hinterfragen noch nicht mal. Wenn in diesem Fall war es die Welt, der Springer Verlag, sagt, tritt der schwarze Papst auch zurück oder demnächst zurück. Da würde ich doch hinterfragen, was ist schwarzer Papst? Keiner tut das. Nee. Oder sehr, sehr, sehr wenig. Die merken das gar nicht. Die merken nichts mehr. Die merken doch sowieso nichts mehr, das wissen wir ja. Wenn du einen auf die Füße klatschen. Richtig. Dann merken sie was. Wann hilft es? Rainer, wann würde es helfen? Wann würden die aufwachen? Ja. Wenn du denen das Essen wegnimmst, wenn der Bauch dünner wird und knurrt, dann fangen die Leute an. Bitte? Und den Fernseher. Das Auto. Und den Fernseher. Der fällt dann möglicherweise automatisch. Weil da sehen sie eventuell noch Werbung drin und der Sabber läuft zusammen. Das geht nicht. Könnte man als Holger benutzen. Ja. Heißt, wenn der Bauch leer ist, wenn der Magen anfängt zu knurren, dann fangen sie frühestens dann an zu denken. Ich sag mal 3 Tage aber später. Weil die meisten haben sich sowieso nicht vorgerichtet darauf hin, dass mal schlechte Zeiten kommen. Und vielleicht fangen sie dann an zu denken. Vielleicht. Aber egal. Sie machen uns was vor und der Vatikan wird meines Erachtens seit 2009 aufgelöst. Sie befinden sich in der Abwicklung des Vatikans. Vielleicht ist das eine der Begründungen, warum der Benedikt wieder zurückgekommen ist. Möglicherweise. Und sie lösen sich auf. Man kann es an vielen, vielen Sachen sehen, was dort abläuft. Aber egal. Wir werden das in den nächsten Wochen, Monaten, ich glaube nicht Jahre, erleben, was mit dem Vatikan passiert. Ich selbst bin davon überzeugt,
dass wenn fast alles vorbei ist, der Vatikan explodiert. Alleine um die Bibliotheken, um die Nachweise, die ein paar Etagen tiefer liegen, zu vernichten. Ähnliches hatten wir schon mal, sowohl Rhodos als auch Alexandria. Aber wir brauchen gar nicht so weit zu gehen. Gehen wir nach Weimar, in die Bibliothek. Ja, dann haben wir aber so und so viel gerettet. Ja, was ist das? Das Wichtigste ist weg. Gehen wir nach Köln, wo das zusammengebrochen ist. Das ist das Gleiche für die Bibliothek. Dort die Amalia-Bibliothek in Köln, die städtische. Man erkennt auch daran eben, dass vieles in der Auflösung ist. Die Leute sind auch angespannt. Die Leute sind teilweise aggressiv. Manche sind völlig lethargisch. Die gucken dich nur noch mit einem schrägen Blick an. Ich weiß gar nichts. Man merkt, dass also was in der Luft liegt. Und es liegt kurz bevor. Und ich behaupte weiterhin, und da hat sich auch an den Meldungen nichts geändert bisher. Im Gegenteil, sie sind noch verfestigt worden, dass in den nächsten 2 bis 2,5 Monaten es einschlägt. Wir suchen jetzt schon die Schulden, ne? So ungefähr könnte sein, ja, aber in die Öffentlichkeit ist also noch nichts gekommen. Aber dass es einschlägt, wohl nicht bei uns, nicht hier. Das Einzige, was wir hier wohl abkriegen werden, dürfte die Zufuhr der Nahrungsmittelwege sein. Denn wir werden beliefert. Es wird ja kaum noch einer Mais, will keiner essen da drüben. Das Futter Mais für die Silos. Nee, beziehungsweise für die Gaserzeugung, für die Bioanlagen. Die Hackfrüchte fehlen. Die Erdhackfrüchte, die Getreide fehlen und. Und dass diese wir natürlich vom Ausland beziehen müssen. Aber wenn es geknallt hat, sind sämtliche Wege gesperrt. Und glaubt bitte nicht, dass der Holländer seine Tomaten hier noch rüberschiebt. Erstmal nicht. Ja, wir sind Deutsche, kann man nur Geld mit verdienen. Wenn es geknallt hat, ist das Geld wahrscheinlich auch hin. Oder fast hin. Aber er muss seine eigenen Leute versorgen. Der Spanier muss seine eigenen Leute versorgen. Von Frankreich. Naja. Unbedingt Oliven, eingelegte Tomaten wollen die Leute auch nicht. Der muss seine Leute ernähren. Der Italiener, der Grieche sowieso nicht. Der schiebt nicht unbedingt was, weil wir die tollen Deutschen sind. Was an Deutschland, das behalten die. Dass natürlich noch was rüberkommt, dass auch was im Vorrat gelegt wird. Guckt ihr euch die großen Hallen an den Autobahnen an. Die aus den Pilzen, wie die Pilze hochgeschossen worden sind in den letzten 2, 3, 4 Jahren. Hagelneue Hallen, sehr groß. Oft ist nicht mal Reklame dran, in anderen schon. Die Hallen stehen leer, beziehungsweise bis vor einem halben Jahr leer. Ob jetzt was drin ist, weiß ich nicht. Wo stehen die überall? Jeder Autobahn. Alle 5 Kilometer siehst du irgendwo ein Areal, wo Riesenhallen gebaut worden sind. Und da ist nichts drin. Es sind Hallen von der BRID angemietet worden, die picobello sauber sind, die aber leer bleiben. Die sind angemietet worden. Man mietet sowas eigentlich nur an, um ja, Getreide zu lagern oder ähnliches, andere Futtermittel. Dann wurde mir gesagt, euch ist vielleicht aufgefallen, an den Autobahnen, Abfahrten, Auffahrten stehen oft, speziell im Süden, große Silos. So wie Art Betonsilo, allerdings außen sieht es aus, als wenn Holz dran ist. Hagelneue Dinger. Salz für die Bahn. Ja, das wird dir erzählt. Salz drin. Mag alles sein, Streusalz. A, sind sie immer am Quäken, sie haben kein Geld für Streusalz, dann können sie solche Silos dort nicht anlegen, denn dafür haben sie andere Plätze. B, warum werden die denn auch mal für Streusalz angelegt, was man Jahre vorher auch schon wusste oder hätte machen können und nicht gemacht hat? Die Gleise liegen doch schon länger. Richtig. Oder aber ist es ganz einfach eine Bevorratung von Getreide. Zur Verteilung. Das wäre eine Möglichkeit. Und dass wir schlechte Futterzeiten hier bekommen. Und wenn es einmal gemeint hat, gerauscht zu haben und es hat eingeschlagen, dann haben wir schlechte Zeiten. Außer die, die sich darauf vorbereitet haben. Okay. Einige sind auch autark. Auch in Ordnung.
Aber die anderen, die stehen vorm Aldi, vorm Lidl, vorm KW oder wie sie alle heißen und rütteln, kommen nicht rein. Und dann? Am dritten Tag, wenn ich die richtige Ansprache gekommen ist, kaufen sie alleine ein. Nein. Durch die Fensterscheibe. Richtig. Das letzte, was sie drin lassen, ist Luxus, Papier und Küchenrollen. Obwohl sie das eher bräuchten als alles andere. Und das wird heavy. Und die Supermärkte werden nie wieder so aussehen, wie sie heute aussehen. Vielleicht ist euch schon aufgefallen, dass die Supermarktregale seit rund einem Jahr längst nicht mehr so gefüllt waren und sind, wie sie es noch damals waren. Es wird oft nur die erste Reihe festgestellt, ist da eine Lücke, weil einer was rausgekommen hat, wird sofort nachgestellt. Damit die Lücke geschlossen wird. Zweite, dritte, vierte Riege steht schon keine Ware mehr. Das kannst du selbst beim Aldi sehen, selbst beim Lidl sehen, selbst beim Kaufland sehen und wo du auch überall hingehst. In jedem Supermarkt. Und die einzelnen Sorten werden weniger. Es sind einige Sorten ganz rausgeflogen. Was allerdings mehr wird, sind Knabbersachen, Chips und so ein Müll. Das wird mehr. Und Süßigkeiten auch. Süßigkeiten, ist euch vielleicht auch aufgefallen, gibt es in der Zwischenzeit in großen Dosen. In solchen, nicht mehr in Tüten, kleinen 100 Gramm, 200 Gramm Tüten, nee, in großen Dosen, wo du immer so reintun kannst. Da ist also was in der Umkehr, ganz heftig. Und wir müssen aufpassen, und ich meine weiterhin, wir müssen aufpassen, dass wir Futter wenigstens für 2-3 Monate liegen haben. Denn wenn es einschlägt, es schlägt ein, definitiv. Der Zeitraum ist nur nicht hundertprozentig. Was ist schon hundertprozentig? Ja. Ich komme ein bisschen vor, da habe ich die Kamera nicht mehr dran. Ich muss auch auf die Kamera drehen mal ein bisschen. Ja, gut so. Und einschlagen wird es. Selbst wenn es in diesem Jahr nicht sein sollte, ist es maximal geplant fürs erste Quartal 2015. Ich bin weiterhin davon überzeugt, noch in diesem Jahr. Was gibt es denn diesbezüglich Neues von Merkel und Konsorten? Merkel ist es doch relativ ruhig auch geworden im Moment. Selbst um Schäuble, der kommt ja kaum noch in die Medien. Man hält sich also auch da zurück. Dass da natürlich, dass die wissen eventuell oder ahnen, dass da was einschlägt, wo was einschlägt, ist klar. Dass sie auch dann Angst um sich selbst haben, ist auch klar. Denn wenn es einschlägt, ist es völlig anders, als die meisten sich vorstellen können. Ich kann das gerne erläutern. Ich persönlich, das ist meine Meinung, bin davon überzeugt, dass der Ami auf seinem eigenen Gebiet angegriffen wird. Deutschland. Von Osteuropa. Putin. China. Ja, nein, Osteuropa, er hat recht. Russland. Zumindest ist so der Plan. Und der Plan hat eine bestimmte Planung vorausgesetzt. Wenn das nicht mal bloß ein Ableckmanöver ist. Nein. Nein. Ich denke eher, das große israelische Reich da unten, dass das Reich von Interesse sein wird. Nein, das möglicherweise anschließend. Denk an die Reihenfolgen. Du brauchst, um Amiland anzugreifen, 4 U-Boote. Mehr nicht. Dass da mehr hinkommen, ist eine andere Sache. Aber du brauchst rechnerisch nur 4. Jedes U-Boot hat 16 Raketen, die bestimmten Klassen. Jede Rakete hat 10 Köpfe, sind 640 Köpfe. Versuch mal 640 Köpfe runterzuholen, hast schon Schwierigkeiten mit. Aber das ist nicht der Plan. Natürlich, die zu schießen ist schon der Plan, aber die abzuhalten, nämlich die Zweitschlagstrategie auszuschalten. Ich beschieße dich, und du schießt zurück, das ist die Zweitschlagstrategie. Was machst du jetzt, wenn ich dich beschieße und du drückst auf den Knopf und drückst und drückst und drückst und drückst und da passiert nichts? Dann ein Daumenverbot. Was? Dann habe ich ein Daumenverbot. Richtig. Richtig. Und die Dinger schlagen ein, die sind auf dem Zenit und der drückt immer noch und es passiert nichts. Weil die Zweitschlagstrategie ausgeschaltet ist. Kannst du nur über Elektronik ausschalten. Mhm. Und die ist weg. Und dann schlägt da drüben ein. Dann werden ein paar Stationäre runtergeholt und der Rest schlägt ein. Es gibt die zweite Möglichkeit, dass die Reißaugen entweder gleichzeitig mitmachen
oder ein halbes Jahr lang später nochmal reingehen und den Rest machen. Und eins dürfen wir nicht vergessen, die Reißaugen, die Chinesen, um das zu sagen, damit ich nicht wieder einen reinkriege, haben eine panische, nicht Angst, sondern ein panisches, einen panischen Hass auf alle Juden dieser Welt. Denen ist es egal, ob es Zionisten oder normal kleingläubiger Jude ist, ist denen völlig egal. So, aber bei Russland auch nicht anders, ne? Das ist auch nicht voll anders. Ja, aber da sind noch Ausnahmen drin. Beim Chinesen nicht, auch wenn beim Chinesen die Zionisten drin sind mit einigen Werken und hast du nicht gesehen und auch mit Banken und so weiter. Nein, sie werden aber immer schön klein gehalten. So, und die ersten sind auch schon wieder am Abfliegen. Genau die ersten, komischerweise, sind gerade frisch rein. McDonald's geht schon wieder langsam aus China raus. Aber wieso sollten die Chinesen Amerika angreifen? Die halten Amerika finanziell voll in der Kammer. Nein, nein, eben nicht. Eben nicht? Nein, eben nicht. Ich habe einen Bericht gelesen, beziehungsweise gehört, muss dazu sagen, gehört, die sind schon ein bisschen älter, dass dieser Plan, und den hat Mao ja im Prinzip 1949 auch gesagt, was wollt ihr, Krieg? Ich habe genug davon. Ich schicke eine Million, ich schicke eine zweite, ich schicke eine fünfte, ich schicke eine zehnte. Was bleibt über ein Chinese? Und so das Gleiche. Die Chinesen haben Pi mal Daumen 2,5 Milliarden. Sie sind bereit zu opfern 2 Milliarden. 500 Millionen bleiben über. Die haben eine andere Denkungsweise als wir. Und dann haben sie gewonnen. Wenn dann nicht vorher die Grippe ausbricht. Ähnliches wie auch immer oder was anderes greift an. Völlig klar. Aber so ist erstmal deren Plan. Und ich habe das oft genug erzählt. Denkt bitte an diese scheiß Ein-Mann-Panzer, die wir haben. Und die bauen die täglich und schmeißt da mal 45.000 Stück rauf, was relativ schnell geht. Die kriegst du in 6 Stunden, hast du die drüben. Ist immer ein 50er-Pulk. Tupolevs oder ähnliches. Ein 50er-Pulk mit 25, 30 Stück an Bord. Und die schmeißen die ab. Der erste Kollateralschaden, der fliegt die Hälfte runter oder mehr. Und dann kommt aber der nächste Pulk, der schon 10 Minuten dahinter. Und wieder 10 Minuten, der nächste 50er-Pulk. Und die setzen unten auf mit einem Hut, am Fallschirm. Der hat seine Reisschüssel da drin, er weiß auch genau, er kommt nicht wieder, drückt den Knopf, damit der Fallschirm hinten abgeht und nur nach ihm. Und knallt da raus, wo er auch nur ein Ziel sieht. Anschließend wird er getroffen, Ende Feierabend, die nächsten. Und 45.000 Panzer kriegst du runter innerhalb von 6 Stunden, wahrscheinlich zu lange schon gedauert. Problem ist doch, dass sie ganz andere Waffen im Petto haben. Wenn so, die Sonar, das Skala oder wie auch immer Waffen haben, dann kannst du mit der kommt Technik alles noch hinzu, richtig, völlig klar. Nicht nur das, deren U-Boote. Wir wussten von 900. Wir wissen neu seit 1700. Ja. Sie haben mindestens 1700. Und stellt euch mal vor, die rauschen an, die sind so ruhig. Alles wird unterirdisch gebaut. Deswegen wissen wir so wenig davon. Und die rauschen raus und schießen die Eier. Da musst du fast so Nahtechnik, um U-Boote auszuschalten quasi. Ja, kannst du. Und wenn sie Feuer gedrückt haben und drücken und fahren raus aus ihren unterirdischen Häfen, die sie haben, Unterwasserhäfen, wo sie drin dann wieder auftauchen können, fahren raus und drücken gleich die Eier drauf. Die fliegen doch 11.000 Kilometer. Aber sie haben doch auch Glück, dass sie bis vor die Küste kommen, ohne dass sie entdeckt werden. Auch noch, bitte. Ja, ja. So, das sind viele davon sind Stealth-U-Boote. Völlig klar, das kommt alles noch hinzu. Dies andere ist nur die einfache Denkungsweise gewesen, damit die Leute es überhaupt begreifen. Wenn ich den Leuten sage, die meisten Stealth-Bomber oder auch Stealth-U-Boote, wissen die gar nicht, was Stealth ist. Ist so. Deswegen die einfache Weise. Und alles kommt oben drauf. Und nochmal, stellt euch vor, große Flughäfen haben die. Könnt ihr euch vorstellen, dass die unterirdische Flughäfen haben? Logisch. Berlin alleine wieder. Das haben sie erzählt gehabt, hier, der den jetzt nicht gemacht hat. 13 Etagen unterirdisch. Ja, richtig. Aber was stellst du dir vor, wie der Chinese das hat? Mitten in der, sag ich mal, das muss nicht richtig sein, mitten in der Wüste Gobi. Geht auf mal eine riesen Plattform hoch. Macht ihn. Auf wie viel Grad auch immer. Ich sag mal, auf 20 bis 22, 23 Grad. Und von unten kommen die Flugzeuge raus. 50 Stück hintereinander. Und das Ding geht wieder runter. Haben die gleich die richtige Höhe, gleich die Abflughöhe und den richtigen Wind unter Flügel. Geht wieder runter. Nach 5 Minuten, 10 Minuten geht das Ding wieder hoch, die nächsten 50 sind angerollt und rauschen unter durch. Und das geht mal ein paar Stunden. Was da in der Luft ist. Runter,
Naja, gut. Kommen sie so auch, wenn sie abgeschossen werden. Oben geblieben ist noch keiner. Und der Rest kommt irgendwo anders wieder runter. Ganz normal oberirdisch. Oder auch unterirdisch, egal wie. Es gibt heute Theorien, die müssen nicht richtig sein. Aber ich glaube, sie sind richtig. Vom westlichen China, vom Xi'an, die Ecke, bis nach Peking kann man unterirdisch fahren. Nicht nur auf Schnellbahnen, sondern auch auf Autobahnen. Und davon die Abzweige. Die haben praktisch eine unterirdische zweite Oberfläche. Deswegen wissen wir so wenig davon. Ja, ist aber klein. Tegel ist ja klein, sicher. Klein. Und dem, ganz Berlin ist. Ja, richtig. Aber das ist natürlich gigantisch, was da gemacht worden ist. Deswegen hält der Chinese auch so lange die Füße still. Dem ist das egal, ob heute, morgen, übermorgen, aber er will die Weltmacht haben. Und Oma und Opa haben das schon gesagt, unsere, nicht? Die haben das schon gesagt. Passt auf vor der gelben Gefahr. Das haben die damals schon gesagt. Und das ist schon ein paar Tage her. Kannst du bei Hongkong zu destabilisieren da? CIA. Wollen sie doch China destabilisieren? Ja, oder? Ja. Sie wollen dort Begründungen haben, dass interne Kriege losgehen. Das ist genauso eine Lüge, soll da abgezogen werden wie 89 auf dem himmlischen Frieden oder wie hieß der auf dem himmlischen Platz. Es gab keine Abschlachtung da. Das ist eine Lüge in der Zwischenzeit, das wissen wir. Durch Filmaufnahmen, die auch rausgekommen sind. Aus China rausgekommen sind. Was nicht immer einfach war, okay. Aber es ist einfach eine Lüge gewesen, wie man es uns im Westen dargestellt hat. Dass da was passiert ist, dass sie eingesetzt worden sind. Gar kein Problem, natürlich. Ist selbstverständlich. Nur, was sie uns erzählt haben, diese Abschlachterei, die da war, die gab es nicht. Das gleiche ist mit dieser, von wegen Abschlachterei, das, was mit der ISIS da passiert. Wo sie da die Leute geköpft haben und. Das sind viele Leute überhaupt, das sind Spiele gewesen, die haben die nicht geköpft. Aber in die Medien gebracht. Ich habe da ein paar von drin gehabt, da sind einige, die sind anschließend aufgestanden weggegangen. Und hatte seinen Kopf auch wieder oben drauf und nicht unterm Arm. Das sind einfach Scheißspiele, die da ablaufen. Wer kann sowas? Die ISIS, die Typen, die da rumlaufen, die wirklich auch geschlachtet haben, klar, können sowas nicht. Wer kann das? Das CIA. Und alles, was dranhängt. Die können solche Filme erstellen. Hollywood. Haben schon am Zweiten Weltkrieg bewiesen, Hitchcock. Ja. Hitchcock, eines der größten Verbrecher überhaupt, indem er deutsche Kriegsgefangene genommen hat und hat die Filme spielen lassen. Lagerfilme, KZ-Filme. Südlich von Frankfurt. Das war Hitchcock. Ich sag mal, bis dritte Generation, nicht? Sollte man diese noch zur Strafe heranziehen. Ganz einfach. Viele andere auch. Ukraine. Ukraine ist doch nur eine Zündung. Eine Zündung oder ja, ein klein bisschen Feuer legen, damit abgelenkt wird von anderen. Da halten Bubble. Damit von anderen Sachen abgelenkt wird. Deswegen ist da die Ukraine gemacht worden. Vergesst bitte nicht, die ganze Muschpoke, die im April reingegangen ist und reingewählt worden ist, sind Scientologen, alle. Meine Freunde. Dann haben sie Poroschenko, den Schokoladenkönig, da reingeholt. Ob der nun ist, weiß ich nicht. Muss ich passen. Würde ich auch nicht behaupten, wenn ich es nicht weiß. So, der ist auch schon dabei, ausgeschaltet zu werden. Entweder stellen sie ihm demnächst kurz, weil er nicht so mitspielt. Der ist ja schon alleine pikiert darüber, dass er nicht unter den ersten 10 Milliardären in der Welt genannt wird. Darüber ist er stinkig. Ist doch nicht normal sowas, oder? Das sind doch krank, solche Leute. Und das eigene System will ihn jetzt wieder weghaben, damit sie einen neuen setzen können. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ihn ruhig stellen, macht eine Schokolade weiter, oder aber er wird entsorgt. So, die Möglichkeiten gibt es eigentlich nur. Dürfte eventuell in den nächsten Wochen, Monaten passieren. Oder er wird so ruhig gestellt, dass er nichts mehr zu melden hat. Und das sind die Spiele, die im Moment überall laufen. ISIS-Spiele, CIA-Spiele. Wenn der Oberste von der ISIS, der große Schlachter da sein will, wenn man ihn weghaben will, hätten die Amis den in 5 Minuten weg. 5. Wahrscheinlich nur 3. A, wird er überwacht.
B, über die Satelliten hängen, hängen die sowieso dran. Und C, sie haben ihre Drohnen da. Und wenn der irgendwo auf dem Dixie sitzt und sein Geschäft verrichtet, können sie den wegknallen. Der fliegt mit der Scheiße in die Luft. Auf das punktuell. Punktuell. Und die Drohnen von Rammstein ausgesteuert werden. Von Rammstein ausgesteuert, ja, beziehungsweise von Stuttgart. Ja. Ja. Das will mir also keiner erzählen, dass das normal ist, dass sie den nicht kriegen und es verschicken. Als sie die ersten 275 Leute hingeschickt haben, Soldaten hingeschickt haben, ich sage, das wird der nächste Krieg da drin. Sofort. Nein, kannst du doch nicht. Doch. Das ist der Vorschub gewesen. Denk daran, man will wie heißt hier noch, im östlichen Türkei, die Kurdenstaat. Man will einen Kurdenstaat machen. Da soll die östliche Türkei mit rein, da soll Teile von Syrien mit rein und der nördliche Teil vom Irak. Und oben beginnt vom Kaukasus soll es beginnen, wie heißt das, die Armenien. Armenien, Türkei, Teile Syriens, teils Irak. Davon wollen sie einen anderen Staat machen. Einen Kurdenstaat. Und dann aber auch Gebiete von Persien dazu. Ja, da werden sie aber nicht reinkommen, weil es könnte sein, dass der dann den berühmten roten Knopf drückt. Da sind sie noch ganz, ganz vorsichtig drin. Die Begründung übrigens, einen Kurdenstaat zu machen, ist ganz einfach, um die Türkei klein zu halten. In der Türkei laufen im Hintergrund die Mächte, um das Osmanische Reich wiederherzustellen. Vielleicht nicht in der Größe, wie es mal war, aber es wiederherzustellen. Überlegt mal, denkt mal selbst dran. Vor ein paar Wochen war Erdogan in der Lage, auf mal auf russische Seite überzuschwenken. Und letzte Woche haben sie wieder zurückgekickt. Das ist doch die Frage, cui bono im Prinzip. Ich meine, das Osmanische Reich ging ja schon mal bis Spanien, Portugal halt. Aber wer hat denn dahinter gestanden und wer ist denn mit die Verwaltung? Wer profitiert davon halt? Ne? Richtig, aber das stimmt. Deswegen auch nicht so groß. Sie wollen es in ihrem eigenen, aber sie wollen die heutige Türkei nicht mehr haben. Und zwar deren Oberen. Und deren sogar mit Geist. Das hat man mir in den 90er schon gesagt. Da habe ich immer gesagt, ich weiß gar nicht, was du willst. Mit dem war ich gut befreundet. Du bist doch Türke. Annie sagt nie, ich bin Türke. Ich bin Osmane. Eben drüber nachgedacht, hat er recht. Das ist ein Unterschied. Und die Obersten wollen die Türkei nicht. Sie wollen das Osmanische Reich wieder. Und da sind sie lange bei, das langsam aufzubauen. Dass das den Amis nicht passt, dürfen wir auch klar sein. Jetzt schieben sie dann Keil zwischen. Das ist doch die offizielle Begründung, warum die ISIS da ist, im Prinzip, die Voraussetzung schaffen soll dafür. Aber wie gesagt, der Chef der ISIS ist angeblich ein israelischer Schauspieler halt, ne? Auch richtig. Ne? Siehst du, wer dahinter steckt. Richtig. Ja, aber hinter dem Osmanischen Reich stehen andere. Ja. Stehen ganz andere. Und das wollen sie nicht. Und so schiebt der Armee rein. Und schiebt mit allen Mitteln. Beste Beispiel, was ich eben gesagt habe, wenn ich den abschießen will, treffe ich den auf den Lokus. Das Ding trifft Millimeter genau. Mir geht das nur noch einen Wuff und die Scheiße fliegt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ja. Jass ist nicht. Ja. Aber so wäre es. Nö, raus aus dem Kopf. Ja. Worüber sie natürlich im Moment alle auch am Knurren sind, ist, dass sich die BRICS-Staaten so festzurren im Moment und weiterkommen, sich vom Petrodollar lossagen, Bezahlung nur noch in Yuan oder in Rubel passiert. Dass sie sogar goldgedeckte Währung hinterlegen wollen und dass immer mehr Staaten dabei sind, die den BRICS-Staaten beitreten wollen. Das ist schon ein Ding. Dass den Herren und Damen Eliten das nicht passt, dürfte auch klar sein. Und kämpfen sie also dagegen wie verrückt. Und sie haben vielerlei Fronten aufgemacht im Moment und entsorgen selbst ihr eigenes Land mit eigenen Sicherheiten, Soldaten, indem sie in die Welt verschicken. Und Amerika selbst ist enorm ausgedünnt an Soldaten, die vor Ort sind, im eigenen Land sind. Und das könnte natürlich auch eine gute Begründung sein, da ein paar Hasen abschießen zu wollen. Und wir haben das mal mit mehreren auch durchgecheckt. Das kannst du ja nur ganz vage, kannst du überhaupt beigehen.
Wir schätzen im günstigsten, nee, im ungünstigsten Fall für uns, im günstigsten Fall für die Amis, 20 Millionen Tote. Im ungünstigsten Fall oder im günstigsten Fall, umgedreht gedacht, 80 Millionen. Und wenn das Reichsauge nicht mitkommt, dann bleibt es noch dabei. Dann kommt es ein Jahr später oder ein halbes oder zwei, egal. Und der macht den Rest. Und der hat sich auch auf die Fahne geschrieben, die indogenen Völker zu schützen. Komischerweise. Komischerweise. Eins dürfen wir dabei bei dieser Geschichte mit Amerika nicht vergessen. Viele lachen darüber. Lacht nicht. Die Indianer haben ihren weißen Büffel 2009 bekommen. Von da an wussten sie, jetzt geht's los. Viele sagen, ja und, scheiß auf weißen Büffel. Nee, sie haben Jahrzehnte keinen weißen Büffel bekommen. Und es sind wodurch auch immer deren Energien zustande gekommen, egal wie es entstanden. Sie haben seit 2009 den weißen Büffel bekommen und sind von da an am Umdenken. Und dem viele, viele Indianer sind dabei, dem Alkoholismus auch wieder abzusagen. Und gehen wieder zurück in ihre alten Strukturen und Stämme. Ganz, ganz viel. Und an solchen Sachen ist mehr dran, als man sich vorstellen kann. Und die Israeliten haben jetzt auch gerade so eine Kuh wieder für sich entdeckt, wo sie dann, nachdem sie den Salomonischen Tempel aufbauen wollen oder irgendwie sowas, ne? Ja, ja, ist richtig. Aber ich glaube, da wird nicht mehr ganz viel. Ich habe es oft genug gesagt, der Netanyahu, sprich also Katzev, wie er richtig heißt, will seinen Armageddon haben. Er bekommt es. Aber anders, als er sich das vorstellt. Völlig anders. Und wenn er nicht aufpasst, mit dem Zucken seines Daumens oder Fingers oder wie auch immer, oder seiner Befehle, dann hat er seinen Armageddon. Und da bin ich von überzeugt, dann schlägt nicht nur der Iraner hin, da kommen noch mehr, auch die, an die wir gar nicht denken. Pakistan, Nordkorea. Wie viel haben die wirklich, wissen wir doch gar nicht. Was haben die wirklich für Raketen? Woher haben wir die von den Chinesen? Dann gibt es noch die Inder, aber Inder bin ich vorsichtig. Der Inder zieht eher den Kopf ein und sagt, ich nicht. Ich will nicht. Ich kenne Indien recht gut, ich weiß, wie sie ticken. Ich bin in Indien x-mal gewesen, ich bin in Goa gewesen. Nee, nicht unbedingt. Aber die anderen müssen wir aufpassen. Und wir dürfen eins nicht vergessen. Etwas weiter nordwestlich ist der Russe. Und wenn einer von denen nur auf den Knopf drückt, der Iraner, und da gehen die Schächte auf, und natürlich sehen die anderen das auch. Vielleicht haben sie auch da das Zweitschlafsystem ausschalten können. Und wenn sie es nicht haben, egal, und der drückt auf den Button und 100 Stück gehen gleichzeitig hoch. Ja, wie viel wollen sie denn runterholen? Von 100. Und wenn die auf dem Zenit sind und noch gar nicht runterkommen, dann drückt er das zweite Mal drauf, hat schon nachgeladen. Dort 10 bis 12 Minuten, rutschen die nächsten nach. Und ab Zenit ungefähr kann man rechnen, gehen die nächsten 100 hoch. Und selbst wenn er von den ersten 60, 70, 80 Stück runterholt, ist auch scheißegal wie viel. Und wenn er 90 runterholt, schlagen immer noch 10 rein. Und dann kommen die nächsten nochmal. Und dann ist Ende. Dann ist Feierabend. Und dass das gerade im Moment, und da meine ich auch, wir haben eines der spektakulärsten Zeitalter dieser Welt überhaupt direkt vor uns, beziehungsweise sind wir drin. Für manche kaum zu verstehen, auch nicht begrifflich zu verstehen. Und es ist ein Scheißwort, das Abschlachten angesagt. Es sind auch nicht nur Menschen, die abgeschlachtet werden. Da fallen auch welche. Aber es sind auch andere. Es gibt nicht nur beseelte Humanoide auf dieser Welt. Es gibt auch Hülsen. Hülsen sind einfache Arbeiter. Es ist nichts gegen einzuwenden. Die eben unbeseelt sind. Oder aber, die ganz irgendwo anders herkommen. Und davon die Abkömmlinge sind. Aber dass wir das im Moment erleben, ist schon ein Ding. Und da bin ich eigentlich ganz froh, dass ich das miterleben darf und kann und in dieser Zeit. Und auch ab und zu mal ein bisschen Beitrag dazu bringen kann, um was zu sagen. Auch um meine Meinung zu sagen, nicht nur andere Leute Meinung. Ich habe ja auch meine Meinung, richtig. Mein Gott, Waldmeer, ich heiße ja nicht Walter. Ja, ist ganz irgendwo anders. Wo ist er? Steht hinter mir, ja.
Moin, moin. Moin, moin. Und, aber über diese Sachen machen sich natürlich auch andere Gedanken. Da bin ich nicht alleine. Davon bin ich nur ein ganz kleiner Teil. Aber ich habe ein Gehör und viele Leute lesen mich. Und immer noch mit, es wird ja nicht weniger, mit im Schnitt 35.000 Klicks am Tag, das ist eine Nummer. Auch wenn manche Leute sagen, ja, das sind Klicks, ja, und Punkt, Schluss, aus, Feierabend. Was wollt ihr dagegen sagen? Nichts, seid ihr besser? Nein. Schluss. Und ich werde gelesen. Ich werde in den höchsten Spitzen gelesen, die natürlich nie schreiben würden. Müssen sie auch nicht. Es wird die gesamte Couleur der Menschheit durch, trifft sich bei mir irgendwo wieder. Und das kontinuierlich. Mehr als kontinuierlich. Im Gegenteil, es wurde langsam im Laufe der Jahre auch aufgebaut. Aber dass sich, wie gesagt, andere Leute darüber einen Gedanken machen, ist klar. Und dafür haben wir, den einige von euch kennen, den Uwe Zagermann da und seine Frau. Und Uwe will uns ein bisschen was über die Zerstörung, sag ich mal, der Dynastien erzählen. Wer hat das Sagen und wie werden sie wo kaputt gemacht? Uwe Zagermann. Nochmal Uwe, grüße dich. Deine Bühne. Ja. Ja. Wir stehen hier im Jahre 2014 am Scheideweg der Weltgeschichte. Wenn wir die letzten 6000 Jahre Menschheitsgeschichte betrachten, haben wir heute eine Situation, wie sie es noch nie gegeben hat, auch historisch nicht überliefert ist, die letzten 6000 Jahre. Wir haben heute völlig unbemerkt von der Weltöffentlichkeit, hat China eine Macht im Hintergrund aufgebaut, die einmalig ist von der Wucht, von der Anzahl der Menschen, von in sämtlichen Bereichen in der Menschheitsgeschichte. China hat offiziell 1,4 Milliarden Einwohner, das schon seit 40 Jahren. Inoffiziell, wenn man nachguckt, dürften das zwischen 2,5 und 3,4 Milliarden sein. Gehen wir mal davon aus, dass China heute 2,9 Milliarden Einwohner hat. Die offizielle Zahl der Menschheit, die liegt auf der Welt bei 7 Milliarden. Inoffiziell dürfte sie die tatsächliche Zahl bei 9 Milliarden Menschen liegen. Da sieht man, dass ungefähr ein Drittel der Menschheit heute Chinesen sind. Und aus diesem Hintergrund heraus, und wenn man die chinesische Geschichte studiert, stellt man fest, dass heute erstmalig in der Menschheitsgeschichte eine Nation in der Lage ist, die ganze Welt zu übernehmen, wann immer sie will. China hat heute 500 Millionen Wanderarbeiter, die also sind sozusagen moderne Tagelöhner, die von einem Arbeitsplatz zum nächsten wandern und die arbeiten Tag und Nacht. Wenn die Weltwirtschaft wackelt und diese Menschen nichts mehr zu arbeiten haben, dann ist es ein leichtes, ihnen eine Kalaschnikow in die Hand zu stecken und einen Rucksack mit Reis und los geht's. Wer will gegen 500 Millionen Soldaten antreten? Es gibt auf der Welt keine Macht mehr, die in der Lage wäre, China zu stoppen. Das ist die Ausgangslage, in der wir uns heute politisch und geostrategisch befinden. Wir haben uns sehr intensiv Gedanken darüber gemacht, wie es weitergeht mit der Zukunft, sehr intensiv alles beobachtet und ja, ich möchte dazu einleitend sagen, dass heute eine Vielzahl von Verschwörungstheorien unterwegs sind, eine Zahl von Wirrungen. Und es sehr schwer ist, hier den Überblick zu bewahren, hier was in der Welt los ist, was passiert, weil sehr viele Nebelkerzen geworfen werden und sehr viele unterschiedliche politische Strömungen vorhanden sind und sehr viel gelogen wird, sehr viele Ideologien unterwegs sind. Wenn wir das alles in der Summe betrachten und alles ausblenden, dann kommen wir eigentlich zu dem Schluss, dass hier eben jetzt wir historisch betrachtet am Wendepunkt der Weltgeschichte angelangt sind. Das heißt, wir werden die nächsten 3 bis 4 Jahre mit Ereignissen konfrontiert, die so in dieser Form
nicht erwartet wurden und auch nicht erwartet werden, die eigentlich im Grunde genommen alles durcheinander bringen, was man sich denkt. Wir haben in den gestrigen Vorträgen festgestellt, dass da sehr viele sich mit, dass die Menschen sich mit, sie suchen nach Frieden, nach Gleichgewicht, nach innerer Ruhe, sie suchen nach, nach einem Ausgleich aus diesem Wahnsinn, in dem wir leben hier. In diesem Land hier, in Deutschland, funktioniert ja nichts mehr, wie es funktionieren sollte. Alles steht auf dem Kopf, alles ist auf Zerstörung ausgelegt. Kein einziger Bereich mehr in diesem Land funktioniert ordentlich, wie er funktionieren müsste. Weder die Landwirtschaft, noch die Politik, noch die Polizei, noch das Bildungswesen, noch die Wirtschaft, noch sonst was. Nichts funktioniert mehr. Wir haben hier eine Situation, die so nicht mehr tragbar ist. Und das ist nicht nur in Deutschland so, sondern es ist im Grunde genommen auf der ganzen Welt so. Mehr oder weniger. Es gibt keine Fluchtmöglichkeit mehr auf dieser Welt, wo man hingehen könnte. Uns wurde gesagt, wir wurden selber kaputt gemacht von diesem System. Unsere Unternehmen zerstört, unsere Immobilien versteigert, wir wurden wirtschaftlich ruiniert. Unsere finanzielle Reputation wurde zerstört. Also man hat systematisch daran gearbeitet, uns kaputt zu machen. Obwohl wir nichts anderes gemacht haben, als über Jahrzehnte ordentlich zu arbeiten. Also was man eigentlich so von Bürgern erwartet. Arbeiten, Kinder großziehen, Steuern zahlen. Alles hat man uns kaputt gemacht. Wir haben natürlich das zum Anlass genommen, uns zu wehren. Wir haben gesagt, okay, das haben wir nicht nötig, wir akzeptieren das nicht. Sind entsprechend vorgegangen gegen die Justiz, gegen die Polizei, Staatsanwaltschaften. Haben uns 4 Jahre lang rumgeklopft mit der Justiz und festgestellt, es gibt keinerlei Durchkommen. Und uns natürlich die Frage gestellt, warum ist das so? Wir haben 4 Meter Akten, jeder Beschluss ist zu unseren Ungunsten gefasst. Wir haben mächtig Staub aufgewirbelt in Niedersachsen durch unsere Schriftsätze, weil wir auch viel veröffentlicht haben. Und da hat sich ein ehemaliger Oberstaatsanwalt aus Hannover eingeklinkt bei uns. Und wir haben uns dreimal getroffen in Hannover. Dieser Mann hat Zugang zu dem Stefan Weil, also zum Hause Weil, wie wir erfahren haben. Und der hat uns in Hannover an einem Treffen gesagt, wir sollten aufhören, es auf diese Art und Weise zu machen, wie wir es tun. Wir würden hier in diesem Land kein Recht bekommen. Deutschland, er meinte damit die Bundesrepublik, sei kein Rechtsstaat. Mhm. Unter den Staatsanwälten gäbe es den Begriff des sogenannten Feindrechtes. Das heißt, wenn jemand als Systemfeind oder als Feind gebrandmarkt ist, verliert er alles und er wird dafür gesorgt. Keine Chance, sich dagegen zu wehren. Und wir sollten dann besser mit dem Teufel verhandeln. Die Sache, er hat sich dann noch eingeklinkt und wollte für uns arbeiten, hat auch Schriftsätze verfasst, aber hat insgesamt gegen uns gearbeitet, also für das System und uns erst recht noch in die Pfanne gehauen. Er hat dafür gesorgt, dass unser Privathaus weg ist mit einer juristischen Unmöglichkeit. Die haben ein Grundstück mit versteigert, wo die Bank überhaupt gar kein dingliches Recht drin hat, wo die Schwiegermutter sogar an erster Rangstelle steht. Das Ding läuft seit 2,5 Jahren über 3 Instanzen. Wir haben bis vor das Bundesverfassungsgericht sind wir gescheitert. Also ein Ding, wo im Grundbuch genau das Gegenteil drin steht von dem, was in der Justiz gemacht wird. Also ein klassischer Enteignungsvorgang. Wir haben an den leitenden Oberstaatsanwalt in Lüneburg geschrieben, den Herrn leitenden Oberstaatsanwalt Berger, und haben ihm geschrieben, wenn Sie hier in diesem Rechtsstaat das so machen, dann können wir doch offen den Faschismus ausrufen hier. Herr Loster Berger hat uns geantwortet in netten Schreiben, er hat unsere Argumentation im Wesentlichen auch nicht widersprochen. Er hat es nur abgewertet. Also was wir hier haben, wir haben hier ein hochgradig faschistoides System, was jeden Bürger, jeden Menschen die Kinder rauben kann, das Vermögen rauben kann, egal ob schulden- oder schuldenfrei, kaputt machen kann, enteignen kann, sonst was. Wir haben es hier im Grunde genommen mit einem System im System zu tun. Das heißt, formal haben wir den Rechtsstaat und im Hintergrund sind das die Freimaurerlogen, die sich wie ein Krebsgeschwür durch den ganzen Rechtsstaat durchgefressen haben. Rechtsstaat, Gutachter, Politik, Wirtschaftsbosse, Verwaltung, Polizei, überall hängen die Logen mit drin, das sogenannte System im System, was tun und lassen kann, was es will. Und da werden eben in diesen Logenzirkeln werden festgelegt, welcher Unternehmer kaputt gemacht wird, welche Familie zerstört wird, die werden die Vermögen hin und her geschoben. Das ist die politische und wirtschaftliche Realität hier in der Bundesrepublik in Deutschland. Und das sind Millionen Fachgeschädigte hier im Land. Das Thema Logen wird nicht thematisiert, weil wenn aus den Kreisen jemand das macht, der wird einer Spezialbehandlung unterzogen.
Also die schweigen sich eisern aus, aber im Zeitalter des Internets und der Netzwerke lässt sich sowas eben nicht geheim halten, sondern es ist nun mal so, wie es ist. Wir haben also unsere persönliche Zerstörung oder die Zerstörung unseres Lebens zum Anlass genommen, uns mit den Fragen zu beschäftigen, was können wir daran ändern und wie können wir das machen. Mit der Justiz sind wir gescheitert. Wir hatten sehr starke Unterstützung von Leuten, die sehr stark im System drin hängen oder auch außerhalb des Systems. Und wir haben uns 2 Jahre lang auf sehr hohem Niveau mit diesen Menschen auseinandergesetzt und haben trotzdem alles verloren. Bei uns, weil ich mich sehr stark mit historischen Sachen beschäftigt habe, sehr intensiv mit religiösen Fragen, mit welthistorischen Fragen, haben wir dann einfach gesehen, dass es hier auf nationaler Ebene gar keine Lösung geben kann. Die schlechte Nachricht ist die, dass das System unglaublich stark ist und sehr stark im Sattel sitzt. Ja. Das liegt daran, dass wir auf der Systemseite Polizei, Justiz, Staatsanwaltschaft, Rechtsanwälte, die 160.000 Rechtsanwälte, die gehören auch mit dazu, dann noch aus der Wirtschaft, aus Verwaltung. Wir haben also einen unglaublich starken Block, die sehr viel zu verlieren haben. Die haben im Grunde genommen alles zu verlieren. Und entsprechend stark mauern die. Sobald hier das System reißt, also ich spreche von dem Staudamm, sobald der reißt, spült es das ganze System weg. Und die halten die Fronten festgeschlossen. Wir haben es also hier mit einem endzeitlichen System zu tun, das mit aller Macht gewinnen will. Also die haben so eine sogenannte Endsiegermentalität. Wir haben zigmal versucht, mit Richtern, mit Staatsanwälten, mit Funktionären aus dem System ins Gespräch zu kommen und versucht, warum macht er das? Warum tut er das Unrecht? Es sind 3 Punkte, die im Wesentlichen genannt werden. Der erste Punkt ist der, dass sie sagen, ihr kommt nicht mit durch, ihr fällt sowieso vor Gericht. Mit diesem Punkt haben sie recht. Der stimmt absolut. Jeder, der dagegen anredet oder sich wehrt, der wird alles verlieren. Das zweite Argument ist, dass sie sagen, es wird keinen Systemwechsel geben. Es gibt keinen Systemwechsel, sagen sie. Und das schon in einer Art und Weise, die sehr bestimmend ist, also schon panikartig bestimmend, als wäre es ein gesprochenes Gesetz. Und der dritte Punkt, das dritte Argument, was dann kommt, ist, wenn es einen Systemwechsel gibt, dann braucht ihr uns, weil wir sind so viele, ihr habt ja gar keinen Ersatz dafür. Mit dem dritten Punkt haben die nach Lage der Dinge recht und doch nicht recht. Es ist tatsächlich so, wir sind in einer Situation, dass wir nicht das komplette System auswechseln können im Moment, weil kein Ersatz da wäre. Wer sollte denn da richten? Wer sollte die Polizei ersetzen? Es gibt nichts, was das ersetzen kann im Moment, jedenfalls nicht in dieser Anzahl und Nachhaltigkeit. Wie die Lösung ist, das will ich später ausführen. Wir haben es also hier mit einer nahezu unlösbaren Aufgabe zu tun, hier im Land und weltweit. Ich möchte jetzt kurz unseren Ansatz erläutern, wie wir einen Blick in die Zukunft werfen. Wir wollen also einen Blick in die Zukunft werfen, das heißt die nächsten 3-4 Jahre, auf was wir uns einstellen müssen und was mit hoher Wahrscheinlichkeit eintreten wird, so wie wir das sehen. Weil hier vermutlich der Staatsschutz oder auch Verfassungsschutz später diese Aufnahme möglicherweise durchleuchten wird, will ich hier klipp und klar sagen, dass das, was ich sage, ist das, was ich sehe. Es ist keine Bewertung von mir. Ich sage nicht, ob es gut oder ob es böse ist, ob es gut oder schlecht ist, sondern ich sehe es einfach so, dass die Dinge sich so entwickeln. Wenn er also jemand nachher hergeht von der Polizei oder Staatsanwaltschaft und sagen, ich habe hier diese Aussage getätigt, dann sollen Sie bitte schön das im Gesamtzusammenhang sehen, nämlich, dass es ohne persönliche Bewertung erfolgt, sondern einfach, ich will Entwicklungen aufzeigen und wo die hinführen. Diese Entwicklungen, die haben nämlich weitreichende Konsequenzen für die ganze Welt. Wir stehen jetzt am Wendepunkt der Weltgeschichte und es wird ein unglaubliches Sterben ausbrechen auf dieser Welt im Zuge der gesamten Entwicklung. Ich hole mal so weit aus, dass ich kurz
die Machtstrukturen auf der Welt darlege. Wir haben mehrere große Machtblöcke auf dieser Welt. Der erste große Machtblock sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Sie sind heute die dominante Weltmacht, beherrschen die Welt. Sie haben in ca. 160 Ländern, soweit ich es recht weiß, Stützpunkte auf dieser Erde. Sie beherrschen über ihre Geheimdienste, über ihren CIA, ihre Putsche, über Bedrohungen, über ihre Lakaienregierungen weltweit, über ihre Despoten, die sie weltweit eingesetzt haben, beherrschen sie diesen Planeten. Sie sind die wirtschaftlich absolut dominierende Macht auf dieser Erde, vom Finanzwesen her, von den Warenströmen her. Sie waren es die letzten Jahrzehnte. Also dieser große Machtblock sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Der nächste Machtblock, den wir sehen, ist Europa. Europa stellt heute einen Machtblock dar, bei weitem nicht so stark wie die Vereinigten Staaten von Amerika, militärisch gesehen nahezu bedeutungslos, wirtschaftlich und von der Wissenschaft her gesehen weit höher stehend als die USA, vom Potenzial her auch weit höher stehend als die USA. Der nächste Machtblock, den wir sehen, ist Russland. Russland hat sich unter Putin aus der Krise erholt. Russland ist heute wieder eine Großmacht auf dieser Welt und muss beobachtet werden. Der nächste Machtblock, den wir sehen, der vierte Machtblock, ist China. Den hatte ich eingangs erwähnt. China ist heute die Weltmacht im Verborgenen, ist sie bereits jetzt schon. Der Schalter wird irgendwann umgelegt, dazu komme ich. Der fünfte Machtblock, den wir sehen, ist die Dynastie, die über allen steht. Die Dynastie wird im Wesentlichen durch einen Namen geprägt, durch das Haus Rothschild. Es ist die Finanzdynastie. Diese Dynastie herrscht über die Welt und über alle anderen Machtblöcke, die ich erwähnt habe, mehr oder weniger, über ihr Zentralbanksystem und ihr Wirtschaftssystem. Das heißt, dieser ganze kalte Krieg, den wir hatten angeblich zwischen Russland oder der damaligen Sowjetunion und der USA, war nichts anderes als eine Show, kann man sagen. Der war da und doch nicht da. Weil einerseits gab es das Geheimabkommen von 1952, wonach die sich gegenseitig versichert haben, dass keine Fensterscheibe weder in Russland noch in den USA zu Bruch gehen würde, im Falle eines Krieges, sondern Europa zerstört würde. Und zum Zweiten sind die Gesellschafter, nämlich das Haus Rothschild oder die Dynastie, waren die Gesellschafter dieselben. Es waren also für die Weltöffentlichkeit waren die verfeindet, aber für die Dynastie, die es offiziell ja gar nicht gab, zu damaligen Zeitpunkt, waren die Gesellschafter dieselben, es war sozusagen in derselben Hand. Diese Dynastie, diese weltbeherrschende Dynastie, das Haus Rothschild, wir sagen jetzt einfach das Haus Rothschild, weil der Haus Rothschild einfach der bekannteste Name ist, im Wesentlichen zählen all die anderen dazu, ob das Rockefeller ist oder Komitee der 300 oder was es da alles gibt, das gibt's kann jeder im Internet nachlesen. Im Grunde genommen ist das alles zusammengefasst und läuft auf ist Bestandteil dieser Dynastie. Diese Dynastie hat um das Jahr 2000 rum festgestellt, dass es da noch ein paar Länder auf dieser Welt gibt, die keine Rothschildbank haben. Und da haben sie im Zuge des angeblichen Anschlages auf das World Trade Center eine Liste von sogenannten Schurkenstaaten erstellt. Das waren alles Staaten, die noch selbstständige Zentralbanken hatten. Da tauchten dann so Länder wie das harmlose Myanmar auf. Ein völlig unbedeutendes Land, irgendwo in Asien, wurde plötzlich zum Schurkenstaat erklärt. Was war das Problem von Myanmar? Myanmar hatte eine eigene Bank. Und so weiter und so fort. Wie die Geschichte gelaufen ist die letzten 15 Jahre, das wissen wir alle. Ein Land nach dem anderen wurde platt gemacht. Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien und der Iran sollte platt gemacht werden. Das hat nicht geklappt, Gott sei Dank, bis zum heutigen Tag. Wir haben es dem Admiral Falun, dem Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte, zu verdanken, der sich damals geweigert hat, den Iran anzugreifen. Wir haben also eine Rebellion im US-amerikanischen Militär gesehen damals. Sonst wäre der Iran auch schon zusammengebombt. Das ist also die Konstellation, die wir haben, jetzt im Jahre 2014. Jetzt möchte ich kurz noch erwähnen, zu diesen fünf, da gibt es natürlich noch weitere Machtblöcke wie Indien und auch andere noch, Pakistan, weitere Nuklearmächte.
Ich erwähne sie aber nicht, weil sie in dem ganzen Spiel nicht so die große Rolle spielen. Wie ist jetzt die Ausgangslage? Was ist in welchem Machtblock wo gegeben? Betrachten wir zuerst die Vereinigten Staaten von Amerika. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind heute der Kettenhund der Dynastie. Das heißt, irgendwo, wenn irgendwo auf der Welt ein Land platt gemacht werden soll, sei es durch Putsch, sei es durch Finanzattacken, sei es durch Militär, dann treten die Vereinigten Staaten von Amerika auf den Plan und attackieren dieses Land. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind also im Wesentlichen der Kettenhund, also der Pitbull der Dynastie, den sie von der Leine lassen, wenn sie irgendjemand angreifen. Betrachten wir Europa. Europa ist von innen heraus zerstört worden über diese Finanzkrise und Wirtschaftskrise, die nichts anderes ist. Sie ist hausgemacht. Der Zustand, in dem wir uns heute befinden, hier in Deutschland oder auch in Europa, das ist alles mit Absicht herbeigeführt. Es ist also nichts, was vom Himmel gefallen ist, sondern es wird gezielt dahin gesteuert. Die Südflanke von Europa ist komplett zerstört. Griechenland, Portugal, Spanien, Italien, die Wirtschaft liegt am Boden. Frankreich ist am Ende. Frankreich hat ein Außenhandelsdefizit von rund 100 Milliarden Euro. Ist wirtschaftlich tot. Es wird in den Medien nicht berichtet, wie schlimm es um Frankreich steht. Frankreich ist die Achillesferse der EU. Wenn Frankreich wirtschaftlich kippt, ist die EU und der Euro weg. Frankreich, wir wissen es von Berichten von Leuten, die drüben waren, die wir so mitbekommen. Frankreich ist am Ende, restlos am Ende. Die Wirtschaft steht. Deutschland, die deutsche Wirtschaft befindet sich im Beatmungszustand. Was hier gelogen wird, wir haben die letzten 4 Jahre, ich nehme mal das letzte Jahr aus, aber die 3 Jahre vor dem letzten Jahr, haben wir Inflationsraten hier in Deutschland gehabt von 15 bis 20%. Es ist Folgendes passiert. Die ganzen Wirtschaftstheoretiker haben uns angelogen. Wir haben pro Jahr die 15 bis 20% Inflation, trotzdem ist das Bruttosozialprodukt ungefähr gleich geblieben oder sogar leicht gestiegen. Und sogar die Steuereinnahmen sind leicht gestiegen. Wie kann das passieren? Das passiert folgendermaßen. Indem die Warenproduktion sinkt, aber die Rohstoffpreise steigen, bleibt das Bruttosozialprodukt ungefähr auf demselben Niveau. Das heißt, wir haben die letzten 4 Jahre ungefähr eine Halbierung, grob gesagt, ich spreche in Größenordnung, eine Halbierung des Exportes oder der Stückzahlen gesehen, bei gleichzeitiger Verdoppelung der Preise und insgesamt steigende Steuereinnahmen. Das ist wir stellen es darin fest, dass auf den Autobahnen deutlich weniger Güter transportiert werden als noch etwa vor 10 Jahren. Wenn wir heute da die A7 rauf und runter fahren, da ist ungefähr noch 40% vom Lkw-Verkehr unterwegs wie vor ein paar Jahren. Wir stellen es fest am Hamburger Hafen, am Eurokai, kurz vor dem Elbtunnel, wenn man durchfährt. Als wir vor 5 Jahren noch durch Hamburg durchgefahren sind täglich, da war das ganze Eurokai belegt. Immer waren die 4, 8 große Containerschiffe da. Wenn Sie heute langfahren, ist das Kai häufig leer oder steht mal ein kleiner Kahn da. Wir stellen es fest von Menschen, die an der Elbe wohnen oben hier, wo die Containerschiffe langfahren. Wir bekommen Informationen, wenn die früher da spazieren gegangen sind, waren ständig Containerschiffe die Elbe rauf und runter unterwegs. Jetzt gehen sie spazieren und hat man schon mal Glück, wenn man ein Containerschiff sieht. Der Tiefwasserhafen in Wilhelmshaven ist unter 3% ausgelastet. Wir sehen es also, dass hier die Stückzahlen deutlich runtergegangen sind, bei gleichzeitig steigender Preise, bei nahezu stagnierenden Löhnen und steigenden Steuereinnahmen. Wenn man diese Kombination übereinander sieht, ich sage es mal offen, jeder hat weniger Geld in der Tasche bei derselben oder noch mehr Arbeit und keiner weiß, woher es kommt und die Statistiker sagen, die Löhne steigen, die Kaufkraft steigt und uns geht's gut. Wir haben es ja also mit einem gewaltigen statistischen Betrug zu tun. Das ist Europa. Ich bin so intensiv auf Deutschland eingegangen, weil Deutschland das wichtigste Land Europas ist. Mit Deutschland fällt Europa. Zu Osteuropa. Osteuropa ist der Vorhof der Produktion von Deutschland. Das heißt, der deutsche Export, der hat 1250 Milliarden Euro groß. Wenn der Porsche Cayenne aber in Leipzig zusammengebaut wird, und die Motoren, die Teile, die kommen alles aus Osteuropa, aus Weißrussland und sonst woher. Und der wird nur innerhalb von ein paar Stunden auf dem Fließband zusammengeschraubt. Dann ist die Wertschöpfung, die da stattfindet,
gar nicht mehr in Deutschland, obwohl er zu 100% in den Export oder auch im Verkauf hier in Deutschland einfließt. Das heißt, unser ganzer Export von 1250 Milliarden Euro, der ist gar nicht mehr deutscher Export, sondern wir haben den Osteuropa mit aufgesaugt, der da statistisch mit reinfließt, die ganzen Zulieferer, alles was ausgelagert ist. Wir erleben hier also in einem gigantischen Betrugssystem, wo uns vorgegaukelt wird, die Wirtschaft läuft rund und den Menschen geht es gleichzeitig immer schlechter. Unter solchen Umständen kann natürlich Deutschland keine militärische Macht und auch kein Machtpotenzial mehr darstellen. Kommen wir weiter nach Russland. Gehen wir weiter nach Russland. Russland hat unter Putin einen beispiellosen Aufschwung erlangt. Der Staatshaushalt ist in Ordnung, die Staatsverschuldung tendiert fast gegen Null. Wenn es so weitergeht, kann man ausrechnen, wann die Schulden frei sind. Russland ist positiv gestimmt, das Volk hat Hoffnung geschöpft. Russland ist eine Art Aufbruchstimmung, also genau das Gegenteil von dem, was hier in Deutschland oder Europa passiert. Russland hat militärisch aufgerüstet, Russland hat das Militär erneuert. Russland hat im Grunde genommen unter Putin die letzten 15 Jahre alles richtig gemacht, was man nur richtig machen kann. Gehen wir weiter zu China. China ist heute die Produktionsstätte der Welt. Die Dynastie ist hergegangen, hat das produzierende Gewerbe der USA als auch von Europa weitgehend nach China ausgelagert. China hat also ist unglaublich gewachsen. Die letzten 30, 40 Jahre. China produziert heute sozusagen die Waren der Welt und hat ein unglaubliches Produktionspotenzial angehäuft. Die Macht ist da, wo die Schlote fallen und nicht da, wo Papier raschelt. In den USA raschelt Papier, da wird Papier hin und her geschoben über Börsen. In China, da wird gearbeitet. China hat es sehr geschickt gemacht, verborgen vor den Augen der Weltöffentlichkeit, sich gemausert, alles rangezogen. Und ich will jetzt ich muss jetzt mal das Wort Jude in den Mund nehmen. Ich wollte es eigentlich vermeiden. Aber wer sich mit der Weltmacht und allem befasst, der kommt nicht umhin, sich mit dem Judentum zu befassen. Also wir haben uns mit allen großen Religionen befasst, mit dem Judentum, Christentum, Islam, auch mit anderen Religionen und versucht, wir haben alles sehr viel gelesen und uns reingearbeitet. Man muss einfach die Religionen verstehen oder auch, um zu verstehen, wie Völker ticken, wie Politik funktioniert. Ein Oberstaatsanwalt, der hat uns mal darüber aufgeklärt und gesagt, wir haben das Thema Beleidigung diskutiert, weil die uns anlasten, die hätten Menschen beleidigt. Ne? Und ich habe es ihm erklärt und hat nur darüber gelacht. Er hat aber gesagt, eine Beleidigung wäre zum Beispiel, wenn Sie zu jemand sagen, du Jude. Ach, was? Das wäre eine Beleidigung. Ich habe das zur Kenntnis genommen. Jetzt frage ich mich, wenn ich zu jemand sage, du Moslem, oder zu jemand sage, du Christ, oder zu jemand sage, du Atheist, würde das als Beleidigung aufgefasst werden? Nein, niemals. Warum? Du Jude. Man sieht also, dass dieser Begriff Jude absolut problembehaftet oder negativ assoziiert wird. Warum ist das so? Und warum darf man nicht drüber sprechen? Wenn wir heute über Juden sprechen, dann haben wir das Problem, dass wir über Juden sprechen und jeder misst diesem Begriff eine andere Bedeutung zu. Für den einen ist der Jude der orthodoxe Jude. Für den anderen ist der Jude ein Zionist. Für den anderen ist der Jude ein Nationalzionist. Für den nächsten ist der Jude ein Talmudist. Und für andere wiederum ist es ein Schimpfwort. Oder was man damit immer assoziieren mag. Deswegen ist es unglaublich schwer, mit diesem Begriff in der Öffentlichkeit zu erwähnen. Und ich sage es hier nochmal ausdrücklich. Wir betrachten die Juden aus der Vogelperspektive, ich persönlich. Also ich distanziere mich in einer gewissen Weise davon, verabschiede mich und gucke von oben runter, nicht hochmütig,
sondern ganz einfach, indem ich mich außerhalb hinstelle und gucke, was ist da los. Ich möchte es mal so nennen, wenn ich den Begriff Jude nenne, dann möchte ich von dem endzeitlichen Juden sprechen. Was ist der endzeitliche Jude? Gemäß kosmischer Ordnung ist der endzeitliche Jude, sind die Juden, die sich Juden nennen und sind es gar nicht, sondern sie lügen, wenn sie sagen, sie sind Juden. Gemäß kosmischer Ordnung ist der Jude, der heutige Jude, ist die Synagoge des Satans. So bezeichnet die kosmische Ordnung die Juden. Wir müssen klar differenzieren zwischen den Juden vor 2000 Jahren und denen, die sich des Judentums ermächtigt oder in Besitz genommen haben und sich als Juden bezeichnen. Wir ziehen uns auf die kosmische Betrachtung zurück. Warum erwähne ich das jetzt? Ganz einfach, weil wenn wir die Machtblöcke der Welt betrachten und wie die Macht funktioniert, müssen wir uns mit den Juden beschäftigen, weil sie sind in diesen Bereichen überdimensional vertreten. Wir können die Probleme der Welt nicht den Juden anlasten, aber sie sind ganz intensiv mit involviert, an oberster Stelle. Das muss ich jetzt erwähnen. Wenn jetzt jemand auf die Idee kommt und sagt, ich wäre ein Antisemit, dem greife ich jetzt vorweg, indem ich klipp und klar mich dazu bekenne, dass den Palästinensern großes Unrecht angetan wird und ich dafür bin, dass ihnen ihr Land zurückgegeben wird. Die Palästinenser, das sind zweifelsfrei Semiten. Ich bin also ein Pro-Semit und kein Antisemit. Wenn ich gleich beendet habe, können Sie Fragen stellen. Ich möchte nur den Fluss jetzt nicht unterbrechen. Ich sehe gerade, dass ein Herr sich melden möchte. Ich muss es aber zu Ende bringen erstmal. Vor ein paar Jahren, ich erzähle jetzt ein Gleichnis und es hat so nicht stattgefunden, so einfach wie ich sie erzähle. Ich simplifiziere jetzt einen Vorgang, wie man auf das einfachste Niveau. Es ist also eine ganz klare Simplifizierung, die ich jetzt mache. Vor ein paar Jahren ist folgender Vorgang passiert in der Weltpolitik, völlig unbemerkt von der Weltöffentlichkeit. In dieser Dynastien ist folgendes festgestellt worden, dass in China, dass es da kein Holocaust-Mahnmal gibt. Da haben die gedacht, okay, das müssen wir ändern. Was haben sie gemacht? Sie haben in China angerufen, hey, baut mal ein Holocaust-Mahnmal. Was hat der Chinese gemacht? Ein Holocaust. Der Chinese hat es gebaut. Es ist vor 2-3 Jahren Folgendes passiert, da wurde dieses Holocaust-Mahnmal in China eingeweiht. Ich habe mir gedacht, was geht hier ab? Ich konnte es nicht verstehen, weder von der einen noch von der anderen Seite. Heute weiß ich, was passiert ist. Dann gab es einen Einweihungstermin. Dann ist eine Delegation hingeflogen von der Dynastie, also Talmudisten oder Juden, nach China. Was hatten die im Gepäck? Die hatten ihren babylonischen Talmud im Gepäck. Und was steht da drin? Im babylonischen Talmud, da steht drin, dass die Juden nur Menschen sind und die anderen sind wie Vieh. Okay, was passiert jetzt? Die Dynastie fliegt mit ihren Vertretern nach China zur Eröffnung des Holocaust-Mahnmales und der Chinese, freundlich und nett, macht das. Und der Chinese hat, die Juden haben ihren Talmud in der Tasche. Ich habe mir dann die Frage gestellt, was hat der Chinese eigentlich gemacht? Das entscheidende Buch, was China hat, nennt sich Sun Tzu, die Kunst des Krieges. Dieses Buch ist mehrere tausend Jahre alt und beschreibt, wie man den stärksten Gegner, den es gibt, besiegen kann. In diesem Buch von Sun Tzu, ich sage immer Sun Tzu dazu, ich habe es gelesen, es ist nur knapp 40 Seiten stark, man kann es sogar über Wikipedia runterladen. Da steht geschrieben, wenn du einen Feind hast, der stärker ist als du, den du nicht besiegen kannst, dann gib dich demütig und erfülle ihm die Wünsche.
Und wenn du dann stark genug bist, dann besiege ihn. Jetzt haben wir folgende Situation. Die Dynastie steht sich gegenüber. Auf der einen Seite der Jude mit seinem Talmud in der Tasche und auf der anderen Seite der Chinese mit Sun Tzu in der Tasche. Und sie schütteln die Hände und sagen, okay. Der Jude zieht von dann und freut sich. Mensch, sind die dumm. Und der Chinese zieht von dann. Ja, euch zeigen wir es noch. Das ist simplifiziert ausgedrückt die Situation, in der wir uns heute in der Welt befinden. Und wir stehen hier im Moment in dieser Konstellation, wo zwei Dynastien untereinander die Machtverhältnisse auf diesem Planeten klären werden. Auf der einen Seite die Rothschild-Dynastie, die Weltbeherrschende, auf der anderen die zukünftige Dynastie, die chinesische. Und nichts und niemand auf dieser Welt wird diese Wachablösung noch verhindern können. Wir haben uns gefragt, wer könnte China noch stoppen? Ich war als Kind, also meine Generation, ich bin jetzt 49 Jahre alt, wir haben als Kinder noch in den Wäldern rumgeräubert, was es heute nicht mehr gibt, Banden gebildet, Baumhäuser gebaut, uns geprügelt. Wir sind noch aufgewachsen, was wir als normal bezeichnen. Und ich erinnere mich an eine Geschichte aus meiner Kindheit. Ich war mal alleine im Wald. Ich war sehr viel im Wald unterwegs. Und da bin ich mal des Weges gelaufen und da war ein Ameisenhaufen. Und was habe ich da getan? Ich habe da eine Weile zugeguckt und dann habe ich was getan, was streng verboten ist nach heutigen Maßstäben. Ich habe einfach mal reingetreten, so ein paar Mal, und geguckt, was passiert. Und was ist passiert? Nichts. Sie haben weitergemacht. Die Chinesen sind ein Ameisenvolk. Sie arbeiten überirdisch, sie arbeiten unterirdisch, sie haben China unterhöhlt. Sie haben über Jahrzehnte Waffen produziert, sie haben Vorräte angelegt. Sie haben uns technologisch überholt. Selbst wenn die Vereinigten Staaten von Amerika ihr komplettes Nuklearpotenzial über China abladen würden, wären sie nicht mehr in der Lage, China zu besiegen. Sie würden unter der Erde wieder vorkommen, wie die Ameisen, und die Welt überschwemmen. Das ist die geostrategische Situation, in der wir heute stehen. Und dafür bauen die auch gerne einen Holocaust-Mahnmal. Was die mit China gemacht haben, ich hole noch weiter aus. Vor ungefähr 180, 170 Jahren, schon eine Zeit lang her, gab es folgende Situation in der Weltwirtschaft. China hat Seide, hochwertige Seide produziert und hochwertiges Porzellan, begehrt auf der ganzen Welt. Wer wollte es haben? Die anglikanischen Königshäuser. Der Welthandel ist sozusagen gekippt zugunsten von China, weil die das Porzellan, die feine Seide und alles haben wollten. Was hat die englische Weltmacht damals abgeliefert in China als Bezahlung? Opium. Sei doch zu schnell. Gold und Silber. Das war das Erste. Und als sie gemerkt haben, dass das ganze Gold und Silber abfließt Richtung China, hat England sich überlegt, da müssen wir was dran ändern. Und dann kam das Opium ins Spiel. Was hat China gemacht? China hat seine Märkte abgeschottet. Die wollten ihr Volk nicht mit dem Opium vergiften. Daraufhin hat das englische Königshaus die Armee geschickt und gewaltsam den Markt geöffnet von China. In der Folge sind ca. 120 Millionen Chinesen gestorben. Warum ich dies erwähne? Ganz einfach deshalb, weil China das auch nach 180 Jahren noch nicht vergessen hat und eher eine ungefähre Vorstellung davon bekommt, was China in der Lage ist, dieser Welt anzutun. Das sind offene Rechnungen. Und wer glaubt, dass das vergessen ist, der irrt. Man möge bitte Sun Tzu lesen.
Die haben bis nach vielen Generationen nicht vergessen, was England ihnen angetan hat. Sagen wir Anglo-Amerika, weil es gehört ja sich zusammen. Wir stehen hier also am Wendepunkt der Weltgeschichte und betrachten wir nun, was die beiden Dynastien im Moment unternehmen. Fangen wir mit der Rothschild-Dynastie an, die formal noch die ganze Welt beherrscht. Auch die Zentralbank von China gehört dazu. Die Dynastie, die war ja lange Zeit im Verborgenen. Da gab es ja diesen schönen Begriff des Verschwörungstheorie. Wenn man da erwähnt hat, da ist noch was dahinter. Verschwörungstheorie. Ich erkläre euch mal, was Verschwörungstheorie ist. Da gibt es einen Bauern, der Schweine mästet. Und da kommt ein Schwein zu der Rest der Herde hin und grunzt, der Bauer mästet uns, weil er uns schlachten will. Grunzt der Rest der Herde, Verschwörungstheorie. Das ist Verschwörungstheorie. Genau. Wir beschäftigen uns weniger mit Theorien, als vielmehr mit Forensik und Logik und historischen Tatsachen und Geldflüssen und Macht. Und was da los ist, ist klar, gibt es viel Verschwörungstheorie. Ich sortiere die regelmäßig aus, weil ich allergisch gegen Verschwörung bin. Ich beschäftige mich mit Verschwörungspraxis und ziehe meine Schlüsse draus. Ja. Wir haben alle wesentlichen Bücher gelesen. Die wichtigsten Bücher, die es gibt, sind die Bibel, der babylonische Talmud, die Protokolle der Weisen von Zion. Und dann noch der Koran. Und wenn man diese Bücher liest und sich damit beschäftigt und verstanden hat, dann kann man in etwa verstehen, was hier auf der Welt vor sich geht. Ja, gehört dazu. Die Protokolle der Weisen von Zion. Sie sind ja offiziell oder angeblich gefälscht. Aber wenn man sie liest, dann sieht man eine 1:1 Spiegelung der Wirklichkeit. Was passiert ist? Was aussteht, sind die letzten Kapitel. Das heißt, diese Weltherrschaft, der offizielle König und dem alle zujubeln und so weiter, was nicht mehr eintreten wird. Der Zug ist abgefahren. In den Protokollen der Weisen von Zion lässt sich sehr gut darlegen oder sehr gut erkennen, was mit unserem Land passiert ist, was mit unserer Gesellschaft passiert ist. Es steht alles geschrieben mit unserem Finanzwesen, mit unserer Moral, mit unserer Ethik. Es wurde alles absichtlich gemäß der Protokolle vor die Wand gefahren. Was in dem Protokoll nicht drin steht, es steht drin, dass sie die Medien beherrschen, weltweit. Was nicht drin steht, ist das Internet. Weil zu der Zeit, als sie geschrieben wurden, gab es die Vorstellung noch gar nicht davon, dass sowas jemals entwickelt werden könnte. Und mit dem Internet ist Folgendes passiert. Wir hatten plötzlich Informationsfreiheit. Die Menschen, jeder, der was zu sagen glaubt, der hat es reingestellt. Es hat eine unglaubliche Informationsflut gegeben übers Internet. Und plötzlich war man in der Lage, nachzuforschen zu können. Man konnte sich jenseits der etablierten Medien und der uns vorgegebenen Kost an den Universitäten, konnte man sich plötzlich informieren. Und plötzlich waren viele Dinge in einem anderen Licht zu erkennen. Man hat also die Informationen hochgejagt, die Informationsdichte hochgejagt. Da sind viele Menschen aufgewacht weltweit. Und man hat diese Mechanismen durchschauen können, wie Politik funktioniert. Diese Aktionen unter falscher Flagge, seit 100 Jahren, immer nach demselben Muster. Es war immer klar sichtbar, dass es nach demselben Muster funktioniert. Deswegen waren auch die Anschläge vom 11. September in New York so leicht zu durchschauen. Oder alle anderen Terroranschläge, die meisten Terroranschläge der Welt werden durch Geheimdienste gemacht und nicht durch irgendwelche Islamisten. Der Islam an sich ist nicht die Gefahr, der ist per se harmlos. Gefährlich sind die aufgehetzten Meuten, die man instrumentalisiert. Ich habe mich vor 25 Jahren mit Moslem unterhalten, Studienkollege von mir. Und ich habe ihn gefragt, warum bist du hier in unserem Land und was machst du hier? Und er hat mir zur Antwort gegeben, ich bin hier, weil es mir hier besser geht. Und in unserem Land läuft das so und so.
Und dann sagt er, aber glaub mir, die Menschen, wir wollen auch nur leben wie ihr. Wir wollen unseren Frieden, wir wollen unsere Familie, wir wollen unsere Nahrung, unsere Wohnung, wir wollen unser Auskommen. Wir wollen nur leben, genau wie ihr. Werde ich nie vergessen. Das ist ein Grundbedürfnis des Menschen, egal aus welcher religiösen Ecke er kommt. Wir bewerten die Religion sowieso vollkommen anders, als wie die Medien sie darstellen. Ein religiöser Mensch an sich, ist in sich gekehrt, der denkt nach über sich, über den Gott und die Welt, über sein Leben. Das ist kein Terrorist, egal ob er dem Islam angehört, dem Christentum oder dem Judentum oder sonst wem. Das ist die Basis. Was wir hier sehen ist, dass die Religionen instrumentalisiert werden von interessierten Kreisen, um ihnen ein Stigma anzuhängen, um dann damit Weltpolitik machen zu können. Wir sehen hier im Moment, was die Dynastie macht. Sie versuchen im Moment, einen Weltkrieg anzuzetteln, in dem der Islam der Böse ist, die ISIS dort unten, das ist eine Schöpfung von westlichen Geheimdiensten. Man muss diesen Menschen da unten anlassen, dass sie sich instrumentalisieren lassen. Das ist ihre Sünde, die sie begehen. Aber nicht per se, dass der Islam böse wäre. Man will also hier, baut hier also einen Terroristen auf. Es sind auch schon Großraumflugzeuge verschwunden, angeblich 11 oder 12 Stück, spurlos. Was völlig unmöglich ist in der heutigen Zeit. Die Dinger sind so verchippt, dass die Militärgeheimdienste auf dem Meter genau wissen, wo die sind. Die sind so verchippt, das wissen die Piloten nicht und auch die Gesellschaft nicht, was da alles drin ist. Man hat also vorsorglich schon mal Flugzeuge beiseite geschafft und es sind Überlegungen in Gange. Offenkundig Überlegungen in Gange, diese Flugzeuge herzunehmen und damit Anschläge zu machen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder auch in Europa und es dann den gefährlichen Islam in die Schuhe zu schieben, um dann eine Rechtfertigung zu haben, den ganzen Nahen und Mittleren Osten in Schutt und Asche zu legen mit Nuklearwaffen. Lord Weidenfels, ein in England lebender österreichischer Jude, der hat bereits vor 20 Jahren, muss es ungefähr gewesen sein, gesagt, es soll endlich losgehen, wir wollen 20, 30 Millionen tote Moslems sehen. Er hat es begrüßt. Und wer die Planungen der drei Weltkriege betrachtet, der erste und der zweite Weltkrieg sind ja genauso gelaufen wie geplant und der dritte Weltkrieg, gemäß Pike, soll ja der Weltkrieg in den Islam sein. Wir sehen hier also im Grunde genommen hier das finale Szenario, wo der Westen in Krieg oder die Welt in Krieg geführt werden soll gegen den Islam, um da unten den Weg frei zu machen für ihr Groß Israel, vom Nil bis zum Euphrat. Das ist, woran die Dynastie im Moment arbeitet oder wo Überlegungen sind. Ordnung aus Chaos ist das Credo. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass Chaos sich nicht kontrollieren lässt. Nehmen wir einfach mal einen See her, ein Binnengewässer. Da können Abwässer reingeleitet werden. Müll wird reingekippt, der See lebt, man holt Fische raus, man angelt. Wird immer mehr Müll reingekippt in den See. Es wird schon bedenklich, die ersten Fische sterben, aber man holt immer noch Sachen raus. Und irgendwann kippt dieser See um, er ist biologisch tot. Da reicht ein Fingerhut voll von Gift. Keiner weiß, was dieser Fingerhut ist oder was es ist. Der berühmte Schmetterling-Flügelschlag. Aber der See kippt. Und was die Dynastie hier macht, ist sinnbildlich gesprochen, dass sie sich diesem Grenzpunkt annähern oder angenähert haben. Sie fahren ein enormes Risiko, indem sie hier diese Terroranschläge oder diesen Krieg gegen diesen Islam noch anfachen und glauben, sie könnten es noch kontrollieren. Aber kein Mensch kann diese Prozesse mehr kontrollieren. Ordnung aus Chaos ist eine lineare Gleichung. Die Prozesse, die wir aber in der Politik im Moment sehen und in der Weltwirtschaft, die sind nicht linearer Art. Das sind Gleichungen mit vielen Unbekannten. Die lassen sich nicht mehr vorhersagen. Das sind Unbekannte mit im Spiel, die gar nicht berechenbar sind, die gar nicht bekannt sind, die zum richtigen Zeitpunkt, wenn sie auftreten,
lenken Sie das ganze Angelegenheit in eine vollkommen andere Richtung. Ich nenne mal eine mögliche Richtung. Wenn die Dynastie diese Anschläge noch durchführt und schiebt sie dem Islam in die Schuhe, obwohl die eigenen Geheimdienste dahinter stecken, kann Folgendes passieren. Dass aufgrund dessen, dass man die Mechanismen der sogenannten Aktionen unter falscher Flagge mittlerweile kennt, dass die Weltöffentlichkeit wahrnimmt, dass ein sogenannter Inside-Job war. Nehmen wir doch mal die islamische Welt her. Wir haben 1,2 Milliarden Moslems auf diesem Planeten. Die islamischen Staaten, die sind streng hierarchisch, archaisch organisiert. Es sind archaische Gesellschaften, Patriarchat. Diese islamischen Gesellschaften, die sind nicht dumm. Die haben an der Spitze Leute und auch Geheimdienste, die genau wissen, was hier gespielt wird auf diesem Planeten. Folglich sind die ideologisch oder mit so False-Flag-Aktionen oder durch Medien sind die weniger beeinflussbar als wir. Das heißt, die würden sofort durchschauen, was hier läuft. Hat jemand eine Vorstellung, was passiert, wenn hier Nuklearwaffen gezündet, geschmissen werden über den Nahen und Mittleren Osten, wenn der Nahe und Mittlere Osten vollends in Schutt und Asche gelegt werden, wie die islamische Welt darüber empfindet und wem sie die Schuld geben wird? Die islamische Welt wird sagen, der Jude ist schuld. Hat da jemand eine Vorstellung, was für ein Hass sich da gegenüber den Juden aufbaut und gegenüber Israel von 1,2 Milliarden Moslems? Wie stellen die sich das vor, da unten noch zu leben? Wollen sie alle tot machen oder was? Es ist ein Verbankspiel, was hier getrieben wird, was die Dynastie gar nicht gewinnen kann. Und deswegen scheuen sie im Moment, sie schrecken davor zurück. Hätte schon längst passieren müssen. Die Planungsstäbe in den Bereichen, die sind nicht dumm. Die haben erkannt, was das für ein Pulverfass ist. Nicht dynamisch, nicht lineare Prozesse. Das ist wie ein Blick in die Kristallkugel. Wer will voraussagen, in welche Richtung sich das entwickelt? Das gerät ganz schnell außer Kontrolle in dieser Dimension. Hinzu kommt Russland und China, die BRICS-Staaten. Und die BRICS-Staaten. Wir haben hier also eine Konstellation, die einmalig in der Weltgeschichte ist und die sich nunmehr zwangsweise entladen werden wird. Ich habe mir folgende Gedanken gemacht. Was würde passieren, wenn die Dynastie einlenkt? Wenn sie sagen würde, okay, wir haben keine Chance mehr, die Protokolle umzusetzen oder unseren Tempel in Jerusalem zu bauen. Was würde passieren? Dann komme ich nochmal zurück und denke, wie die anderen denken. In den Vereinigten Staaten von Amerika, da stehen die sogenannten Georgia Guidestones. Da steht drauf, dass die Zahl der Menschen unter 500 Millionen zu halten ist. Angeblich weiß keiner, wer die aufgestellt hat, mitten in den Vereinigten Staaten von Amerika. Unterstellen wir mal, dass die Chinesen einen eigenen Geheimdienst unterhalten. Und die das mitgekriegt haben. Und unterstellen wir mal, dass die Chinesen Mathematiker haben, die rechnen können. Was überlegt der Chinese? Gut, wenn da 500 Millionen Menschen überbleiben dürfen, dann sind wir ja, wenn wir 2,9 Milliarden sind, dann müssen ja 2,4 Milliarden von uns sterben. Und das unter der Voraussetzung, dass ausschließlich Chinesen überbleiben, was ja gar nicht geplant ist. Die Georgia Guidestones sind eine Kriegserklärung an China. Weil da steht geschrieben, in Stein gemeißelt, in Granit, 2,4 Milliarden Chinesen müssen sterben. Ich könnte dasselbe Gedankenmodell auf Indien anwenden. Indien hat 1,4 Milliarden Einwohner. Also haben 900 Millionen Inder müssten sterben, wenn 500 Millionen überbleiben dürften. Also wenn nur Inder überbleiben dürften. Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, die Inder und Chinesen schreien gegenseitig, welche 500 Millionen überbleiben dürfen. Versteht er diesen Wahnsinn, der dahinter steckt?
Wir sind also in einer stecken, weltpolitisch gesehen, in einer ausweglosen Situation. Betrachten wir jetzt nochmal die Vereinigten Staaten von Amerika. Die Frage, die ich gerade gestellt habe, was ist, wenn die Dynastie zurückrudert? Also die Bälle flach hält oder zurückrudert. Ist das überhaupt noch möglich? Betrachten wir die Vereinigten Staaten von Amerika. Die haben 340 Millionen Einwohner. Offiziell. Von diesen 340 Millionen Einwohnern sind 80 Millionen sogenannte fundamentalistische Christen. Das sind so Menschen wie die Condoleezza Rice, die ehemalige Außenministerin, oder George Bush. Die sollen im Oval Office, sollen die auf den Knien rumgerutscht sein und gebetet haben zu Gott, dass er ihr, dass es das Armageddon kommt, und so Geschichten sind überliefert. Diese 80 Millionen fundamentalistische Christen, die berufen sich auf die Bibel, und da steht im Buch der Offenbarung geschrieben, dass es die sogenannte Schlacht von Armageddon geben wird, in der Ebene von Megiddo. Die Ebene von Megiddo, die liegt in Israel, im heutigen Israel. Und da soll in dieser Schlacht, sollen die Armeen dieser Welt gegen Israel antreten. Und dann greift Gott ein zugunsten von Israel, so der Glaube von denen. Es gibt viele Bücher, die haben sich intensiv damit befasst, mit dieser endzeitlichen messianischen Sekte. Vor allem Wolfgang Eggert, der hat es sehr gut dargelegt, wie die ticken. Wir sehen also hier, dass die Vereinigten Staaten von Amerika von einer Sekte geführt werden, von einer hochreligiösen Sekte, von einer endzeitlichen Sekte. Was ist das Gefährliche an Sekten? Jeder, der schon mal mit Sekten zu tun hatte, oder mit Sektenmitgliedern, der weiß, dass die Sektierer sind gehirngewaschen. Sie sind für rationale Argumente nicht mehr zugänglich. Man kann reden, man kann verhandeln, man kann tun, was man will. Es ist völlig unmöglich. Sektierer sind nicht belehrbar. Sie sind in der Regel nicht rekonditionierbar. Sie sind, wie sie sind. Und diese Weltmacht USA befindet sich in der Hand von einer Sekte, die gezielt darauf hinarbeitet, auf diesen Krieg. Und das ist mit der Hintergrund, warum im Moment versucht wird, den ganzen Nahen Osten in Schutt und Asche zu legen. Kommen wir zurück zu Russland und China oder zu den BRICS-Staaten und unterstellen wir mal, dass die fähige Leute haben. Was hat Russland nicht alles unternommen, um den Ukraine-Konflikt zu besänftigen? Dass er gar nicht stattfindet. Russland hat alles ins Gewicht geworfen, dass dieser Konflikt nicht stattfindet. Russland hat sich vorbildlich verhalten. Was hat China die letzten Jahre gemacht? China hat sich weltpolitisch auch einwandfrei verhalten. Im Summe in Anbetracht ihrer Macht. Was haben diese Sektierer getan? Sie haben die Welt in Schutt und Asche gelegt die letzten 20 Jahre. Und das, obwohl auf der anderen Seite Nuklearmächte stehen, wie Russland, China, Indien, Pakistan, Nordkorea mittlerweile. Diese Sekte ist der Dynastie mit unterstellt. Ich komme wieder zurück auf diesen Überbau Dynastie, Rothschild-Dynastie. Und weil die da oben glauben, sie hätten alles unter Kontrolle über ihre Zentralbankensysteme, sind die überhaupt nicht in Erwägung, dass sie mal ihnen die Grenzen aufgezeigt werden. Also stehen wir jetzt in einer Situation, wo sich zwei Dynastien und die Machtblöcke gegenüberstehen, wobei die eine Seite von einer Sekte beherrscht wird, die nicht mehr zugänglich ist für rationale Argumente. Was wird passieren? Der Osten steht vor der Wahl, entweder sich kaputt machen lassen und ermorden zu lassen oder selber zuzuschlagen, das Heft selber in die Hand zu nehmen. Wir werden also in der nächsten Zeit
die thermonukleare Vernichtung der Vereinigten Staaten von Amerika sehen. Es gibt keinen anderen Weg mehr. Die Amerikaner, die werden jetzt den Preis dafür bezahlen, was sie über Jahrhunderte dieser Welt angetan haben. Angefangen, wo sie als auf der Weltbühne aufgetreten, angefangen haben aufzutreten, also um die Zeit 1800, über die russische Revolution, die eine jüdisch-bolschewistische Revolution war, von der Wall Street finanziert, bis hin, dass sie die ganze Kontinente über die Schutt und Asche gelegt haben, über ihre Finanzinstrumente und zerstört haben. Es ist also an der Zeit, den nordamerikanischen Kontinent zu verlassen, Wirtschaftsbeziehungen abzubrechen, Mitarbeiter abzuziehen und sich darauf vorzubereiten. Mit diesem Krieg, der jetzt kommt, es ist ein einseitiger Krieg. Wird der nordamerikanische Kontinent weitgehend verwüstet und zerstört werden, auch menschenleer werden. Wir werden in dem Erstschlag zwischen 30 und 70 Millionen Tote sehen. Durch die enorme Zentralisierung der Vereinigten Staaten von Amerika wird nichts mehr funktionieren. Kein Strom, kein Wasser, keine Raffinerie, keine Logistik, keine Flughäfen mehr. Nichts mehr wird mehr funktionieren wegen Ausfallstrom. Wenn die Zentralen weg sind, kracht alles zusammen. Es heißt, den Nuklearschlag überlebenden Restamerikaner, die werden innerhalb von 3 Tagen hungern. Durch die vollkommen fehlende Subsistenzwirtschaft und diese enorme Zentralisierung, durch die fehlende ethnische Homogenität und durch die fehlende Bildung und Ausbildung der Amerikaner, es ist völlig unmöglich, dass die Vereinigten Staaten von Amerika wieder auf die Beine kommen. Das heißt, das Volk wird massenweise sterben und sich selber gegenseitig abschlachten. Wenn jemand wissen will, wie das ungefähr aussehen kann, der möge sich die Filme Mad Max ansehen. Im Kleinen. So etwa kann man sich das vorstellen. Die Amerikaner, die werden sich gegenseitig abschlachten und auffressen vor lauter Hunger am Ende. Der nordamerikanische Kontinent wird weitgehend entvölkert werden. Und danach, oder parallel dazu, wird China hergehen und das Land für sich beanspruchen für all die nicht bezahlten Rechnungen. Wenn jetzt das Argument kommt, Nuklearkriege sind nicht möglich, wurde ja immer gesagt, da sage ich, erstens interessiert es sie nicht und zum Zweiten stimmt das auch gar nicht. Nuklearkriege sind möglich. Ich will es mal kurz verdeutlichen. Die heutigen Nuklearwaffen, die 6. Generation und auch 7. Generation der Nuklearwaffen, die sind nach einem Tag, nach 24 Stunden nahezu strahlungsfrei. Da ist über 99% der Strahlung weg. Jetzt können die Menschen wieder rein. Ein Hurricane, der regelmäßig da in der Karibik oder in den USA in der Südflanke einschlägt, die Wucht eines Hurricanes, hat ungefähr die Wucht von 2.500 Atombomben. Als im Jahre 1815 in Indonesien der Vulkan hochgeflogen ist, explodiert, ich glaube in Indonesien war es, um 1815 rum, der hat die Wucht, der hat die Sprengkraft gehabt von 170.000 Atombomben. Die Amerikaner haben mal überlegt, die Antarktis abzuschmelzen, so wird überliefert, ob es stimmt, kann ich nicht verifizieren. Die Berechnungen haben ergeben, dass 2 Millionen Atombomben dafür nötig wären. Die Wucht der Atombomben liegt in einer enormen zeitlichen Konzentration der Kraft. Würde man das über 24 Stunden verteilen, würde man die gar nicht wahrnehmen. Ich will jetzt hiermit nicht der Atombombe das Wort reden, um Himmels Willen, sondern ich will nur verdeutlichen, dass wer argumentiert, ein Nuklearkrieg ist nicht möglich, der hat gar keine Ahnung von der Technik und der Materie. Ist sehr wohl möglich. Es ist ein Rettungsargument, um sich mit diesem Problem nicht weiter auseinandersetzen zu müssen.
Ja, hiermit möchte ich meinen Vortrag enden. Ich danke erstmal. Danke, mein lieber Uwe. Ihr seht also auch andere Leute, andere machen sich Gedanken darüber und forschen selbst eigentlich nach. Andere sollten das Gleiche tun. Einfach mal nachzudenken, was ist wenn und wo passiert wann, was, warum. Und dass wir da selbst nicht unbedingt dran drehen können, um das nicht passieren zu lassen, ist klar. Aber wir können die Gedanken können wir veröffentlichen, die werden auch gelesen und angehört. Und es gibt mehr auf dem Bereich des Journalismus, die sich da dann die Gedanken drüber machen, die wir ausgesprochen haben. Es wird eine heikle Zeit auf uns zukommen, ganz, ganz heikel. Mehr, als wir uns vorstellen oder als man sich heute vorstellen kann. Und das Vorstellen als solches sind eigentlich wirklich nur Leute, die sich überhaupt einmal für interessiert haben, was passiert oder was kann in der Zukunft passieren. Heikle Themen rauf und runter. Heikles Thema ist auch Mittagessen. Mahlzeit! Mahlzeit! Mahlzeit. 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 Mahlzeit.